Ja, grüß euch Gott, Mädel und Buben. Good evening, Boys and Girls. Wir sind hier im Sommerurlaub in Dorset und heute haben wir Chicken Wings gemacht. Mumai-Style. Der Mumai ist ein Späßel von mir aus Rosenheim und der macht die Chicken Wings dermaßen geil und heute habe ich es nachgemacht. Und so schaut's aus. Die haben wir gerappt mit dem Bacon Guinness vom Jörn. Grüß dich, Jörn. Und mit der Black Barbecue Michigan Style von Leos Feine Küche. Die hat mir der Stefan in Fulda mitgegeben. Großartige Sauce. Und wie wir das jetzt alles gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Viel brauchen wir gar nicht für unsere Buffalo Chicken Wings. Warum die jetzt Büffelwings heißen, weiß ich auch nicht. Weil ein Büffel hat ja gar keine Wings, gell? Aber ist wurscht. Da haben wir hier 2 Kilo englische Hühnerflügel. Geht auch mit deutschen oder amerikanischen. Weiter geht's. Eine Barbecue-Sauce brauchen wir nachher. Da wir vom Leos Feine Küche die Barbecue, die Black Barbecue Michigan Style. Habe ich gerade probiert. Sehr lecker. Dann brauchen wir ein Stück Butter. Das kann jetzt eine deutsche, englische, italienische, sonst was Butter sein. Rappen wir die Wings jetzt mit dem Bacon Goodness vom Jörn. Wer will, kann nachher in die Gläser noch was Scharfes rein tun. Ich mag ja immer gerne die Peri-Peri-Sauce von Nando's. Nando's ist so eine Hühner-Restaurant-Kette hier. Und die haben verschiedene Soßen. Das ist die zweithöchste. Und da muss man schon so ein bisschen schwitzen. Die Gläser nachher machen wir aus der Butter und dieser Barbecue-Sauce von Leo. Könnt ihr auch machen aus Butter und Ketchup, aus scharfer Sauce und Butter. Also es sollte immer Butter dabei sein. Und dann eine Barbecue-Sauce. Nachwahl geht auch die Dirty Harry oder jede andere Barbecue-Sauce. Nachdem die schnelle Wings sind, praktisch Speed Wings, also Adler Wings sozusagen, der haben wir die hier einfach und schnell mit Bacon Goodness vom Jörn von Barbecue aus Rheinhessen rabben. Die habe ich hier drin, die Wings. Da haben wir jetzt einmal mal so einen Schwung drüber. Viel hilft viel, sagt der Italiener. Oder was, der Berliner? Ich tue dann immer gerne einen Deckel drauf. Weil dann kann ich das hier ein bisschen durchmischen. Schauen wir mal rein. Ja, schon ganz gut. Das sollte halt alles so gleichmäßig bedeckt sein. Und dann lassen wir das Ganze für eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde einziehen. Und dann sehen wir uns schon am Grill. Der Grund, warum wir hier im Vorzelt sitzen, ist, dass da gerade neue Nachbarn angekommen sind und die gerade aufbauen. Und ja, das sonst ein bisschen ja, störend sein kann. Gell? Normal darf man das auch im Freien machen. Jetzt haben sie so 20 Minuten lang, was sagt man da, rabinieren dürfen. Und jetzt stellen wir es auf den Grill. Normalerweise macht man das so bei 180 Grad indirekt. Unser Karak kann nicht indirekt und wir haben auch eine große Menge an Wings, das heißt, wir machen den auf kleiner Flamme und da haben wir jetzt mal die Wings drauf und da müssen wir halt öfter umdrehen. Aber das geht auch. Und insgesamt sollte das Ganze so ungefähr eine halbe Stunde dauern. So, da langen wir jetzt auch hin mit den Fingern. Ja, das ist Hühnerflügel-Tetris, gell? Olympische Disziplin, Hühnerflügel-Tetris, das gefällt mir. Jetzt stellen wir einen Deckel drauf und dann schauen wir immer mal wieder rein und dran um. Es sind so ungefähr 20 Minuten vorbei, ich habe es zwischendurch schon mal umgedreht und das mache ich jetzt wieder. Und schauen, dass das jetzt hier, eventuell ist die Hitze dahinter ein bisschen höher. Also das passt wunderbar. Den geben wir jetzt nur mal so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann gehen wir es raus, glasieren und das zeige ich euch jetzt gleich, wie das alles geht. Ich traue da weiter ein bisschen rum. Ja, das ist richtig. Richtig durchlügeln. Nach einer halben Stunde gehen wir es jetzt raus. Gewendet haben wir es zwischendurch ein paar Mal. Jetzt gehen wir die raus und werden sie drüben einfach auf unser Bredel.
Campingküche. Wir sitzen sehr tief. Jetzt können wir die Hühner, schaut's her, hier auseinanderschneiden, damit man es besser essen kann. Nachher. Das lasse ich drauf. Also hier trennen sozusagen den Drumstick vom Rest. Das machen wir jetzt mit alle Händeln. Beziehungsweise den Beinen der Hühner. Was habe ich gesagt? Also dann machen wir es halt mit den Flügeln. Also mit den Extremitäten, die wir da haben. Zack. Zack. Da hilft übrigens ein scharfes Messer ungemein, gell? Ja, jetzt haben wir die alle zerschnitten und jetzt machen wir unser Glazing. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe hier geschmolzene Butter. Wie viel war das? 125 Gramm. Und das vermischen wir jetzt schön mit unserer Barbecue-Sauce. Also das viel hilft viel. Das könnt ihr mit eurer Barbecue-Sauce nach Wahl machen. Könnt ihr auch mit Ketchup machen. Der Mumai, mein Freund Mumai, der macht es mit Ketchup und Essig. Und haut dann eine heiße Sauce, eine Hot Sauce dazu. Und ja. Also die Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vermischt habe ich das jetzt mit der Butter und das kann ein bisschen Säure verdrängen. Da sind natürlich ein Spritzer oder zwei oder drei Limettensaft dazu. Der Mumai nimmt Essig, gell? Also es ist nicht original Mumai, ist es nicht, aber in Anlehnung an Mumai, er wird es mir verzeihen. Und jetzt into the mud, ab im Bad, wie der Engländer sagt. Jetzt nehme ich mal meine Teile hier, hau die da in die Sauce rein. Genau, ich habe aber auf einmal sein. Sonst stehen wir ja am Wagner da. Dann werden die da so ein bisschen geschwenkt. Ja, soll möglichst überall was von der Sauce drauf sein. Und dann hauen wir es wieder zurück auf den Grill. Ein bisschen abtropfen und ab dafür. Dann soll ich drauf und jetzt dauert es noch mal so 10 Minuten. Jetzt werden wir es ein bisschen turnen immer mal wieder und hoffen, dass die richtig knusprig und glitschig werden. Und vor allem glitschig müssen sie sein, weil Chicken Wings, also wenn wir so einen schönen verschmierten Mund haben. Jetzt sind es vorbei, unsere 10 Minuten, Viertelstunde. Schauen wir rein. Ich finde, das schaut saugeil aus, schön hinkaramellisiert. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Geh Mumai, du bist stolz auf mich. Und jetzt werden wir anrichten und dann schauen wir es uns nochmal im Detail an. En Detail. Ja, und so schaut es aus, wenn es fertig ist. Unsere Chicken Wings Mumai Style. Schaut es mal her. Schieß ans Korn mit der Gläs. Und da haben wir jetzt der Form halber noch einen Maiskolben, ein paar Kartoffeln und etwas Salat hier da. Und das ist jetzt nur so zum Herzogen. Da kommen wir schon mehr Chicken Wings rauf und in den Bäder. Das lasse ich mal schmecken. Und ja. Ich hoffe, ihr macht es mal nach, weil es ist wirklich gut. Ich habe schon eins probiert. Dann habe ich noch das Getränk. Hier im fernen England denke ich an Rosenheim, an den Mumai und trinke ein schönes bayerisches Bier. Augustiner haben die da gar nicht in Dorset. Die haben auch reingeschmuggelt, aber die haben verschiedene andere Biere. Und in Kürze werden wir da mal wieder ein größeres Biertasting machen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Hier oben kommt irgendwo der Abonnier-Button, drückt drauf und ihr werdet glücklich. Das ist die Lizenz zum Glücklichsein, weil ihr versäumt keine weitere Folge mehr von meinem Kanal. Ansonsten würde ich mich über einen netten Kommentar, einen Daumen hoch sehr freuen. Und Sekunde. It's great. Sag ich, pfiat euch, Servus und Goodbye.